Hallo, grüße euch, Paraguay Life. Wie immer, sonnige Grüße aus Paraguay und heute gibt es wirklich eine sehr gute Nachricht für die deutschen Staatsbürger. Also bleibt dran. So, ihr könnt euch sicher erinnern, wo ich seit einigen Monaten schon ein Video gemacht habe. Da werde ich euch also hier oben nochmal verlinken. Ein Video über Apostille. Und da habe ich auch damals auch gesagt, was mich immer gewundert hat, warum die Deutschen müssen extra eure Dokumente über die paraguayische Botschaft beziehungsweise über das Konsulat in Frankfurt am Main extra legalisieren. Da hat sich letztendlich die ganze Welt gewundert, ja? Warum alle Bürger der Welt, alle, nur die Deutschen nicht. Ja, nur die Deutschen müssten extra zur paraguayischen Botschaft in Berlin hinfahren, beziehungsweise die Dokumente hinschicken. Aber das ist jetzt Stand Januar 22 Geschichte. Und ich erzähle euch gleich, warum, weshalb, weswegen. Danke extra auch an Alex. Fast von der Sonne wieder geschützt. Aber was ich ja nicht verstanden habe, warum man den Deutschen das Leben so schwer gemacht hat. Gut, da muss die Regierung wissen. Aber was wichtig ist, auf jeden Fall ein Dekret, was seit, ich glaube, 61 geltend war, also so gerade mal 60 Jahre ist das her, ist angepasst worden und die Deutschen dürfen jetzt mit Apostille einwandern. Hurra! Bravo, bravo, bravo! Tolle Nachricht! So, letztendlich ist es ja nicht wichtig, warum so spät die Regierung, die deutsche Regierung, reagiert hat. Aber Hauptsache, danke, dass es gemacht worden ist. Nochmal ganz kurz, um es die ganze Sache einfacher zu gestalten. Welche Dokumente jetzt die deutschen Staatsbürger, aber auch alle anderen Staatsbürger brauchen, um nach Paraguay einzureisen. So. Danke, jetzt habt ihr mir etwas einfacher gemacht. So, also zuerst die Geburtsurkunde, das ist das Wichtigste. Ja? Heirats-Scheidungsurkunde, das ist auch das Wichtigste. Und nachher Führungszeugnis. Ja, nicht älter als 3 Monate. Das sind die drei wichtigsten Sachen, die ihr auch jetzt die deutschen Staatsbürger, Österreicher, Schweizer, Polen etc., also alle, die nach Paraguay auswandern bzw. einwandern möchten, müssen diese drei Dokumente haben. Okay, alle drei Dokumente müssen von der Apostille oder mit der Apostille versehen werden. Da müsst ihr euch erkundigen bei Ämtern, wo man das am besten macht in eurem Kreis. Da sage ich ja gar nichts, weil das hat sich, ich sag mal, von Woche zu Woche geändert. So, aber einfach ist auf jeden Fall. Also nochmal. Drei Dokumente, Geburtsurkunde, Heirats-Scheidungsurkunde, Führungszeugnis nicht älter als 3 Monate und einfache Kopie des Passes. Mehr brauchen wir ja nicht und da können wir in eurem Namen gerne die Einwanderung hier in Paraguay beantragen. Okay? Das ist das Wichtigste. Falls ihr zusätzliche Fragen habt, natürlich gerne, wie immer, unten in den Kommentaren zu den neuen Vorschriften. Ich werde das versuchen, auch in einem kurzen Blatt zusammenzufassen. Deshalb, wie gesagt, also es gelten neue Regeln und vor einigen Monaten habe ich das schon mal gesagt.
Es wurde wieder widersprochen. Jetzt sollte es wieder amtlich werden. Also gehen wir davon aus, dass es alles in Ordnung ist. Ja, obwohl man in der Politik nie sicher sein sollte. Aber okay, Spaß beiseite. Ich bin mir sicher, dass es jetzt funktioniert. Das heißt also, für alle Bürger reichen die drei Dokumente schnell aufschreiben. Dann nochmal unten gebe ich ja unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Nummer. Einfach die Dokumente mit der Apostille zur Sicherheit zu uns senden, an die unten genannte Nummer. Wir prüfen das nochmal, ob es alles in Ordnung ist, sagen euch Bescheid. Und dann könnt ihr gerne die Dokumente per DHL bzw. UPS zu uns schicken. Okay, also in diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund und immer gut gelaunt. Und bei Fragen immer anrufen bzw. die E-Mail schreiben. So, falls euch das Video etwas gebracht hat, einfach Likes nach oben, Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, und das Video teilen, das Wichtigste, also auch an eure Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die vielleicht Interesse haben an einer Auswanderung bzw. an einer Einwanderung nach Paraguay. Ich persönlich bin schon 20 Jahre hier, daher große, lange Erfahrung in sämtlichen Branchen. Von daher seid ihr auf der sicheren Seite. Okay? Also, mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.